Bulletproof. So Leute, willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil ich mich da sehr viel mit auseinandersetze und ich denke, dass es eine wesentlich entscheidende Komponente gerade bei uns auf der Langdistanz ist. Und ja, ich will mal so ein bisschen über die Motivation reden. Es gibt ja viele Arten von Motivation. Erstmal muss man für sich ausmachen, was motiviert mich. Also warum stehe ich täglich auf? Man muss quasi erstmal sein Bigger Picture so ein bisschen für sich finden. Ja. Es gibt ja mehrere Arten von Motivation, beziehungsweise intrinsische und extrinsische Motivation. Das bedeutet halt von innen heraus, dass man wirklich von sich etwas will oder man Anreize von außen bekommt, etwas zu machen. Ich denke, wo ich mit Triathlon angefangen habe, war es eher eine extrinsische Motivation, da ich durch einen Kumpel quasi herausgefordert wurde etwas und so von außen angefangen habe. Und da war ich nicht 100% dabei. Und ich denke, das ist oft das Problem auch mit extrinsischen Motivationen, dass man nicht immer 100% dabei ist. Muss aber nicht der Fall sein. Auf jeden Fall, im Laufe der Zeit hat sich das bei mir gewendet zu einer intrinsischen Motivation. Also wirklich, es hat quasi schon eine gewisse Art und Weise Klick gemacht. Und ich wollte es einfach. Ich wollte mich verbessern. Und seitdem stehe ich jeden Tag auf und denke, okay, wie kann ich noch besser werden? Was kann ich machen, um effizienter zu trainieren? Schneller zu werden, wie kann ich meine Schwimmtechnik verbessern, wie kann ich mehr Watt auf dem Rad produzieren, wie laufe ich den Marathon schneller, wie kann ich auf Kona so schnell wie möglich das Ding hinter mich bringen. Und ja, ich denke, das ist diese Art von Motivation, die wir alle so ein bisschen suchen. Ich denke, das Wichtige ist für jeden, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, warum? Warum mache ich das? Was motiviert mich, das zu machen? Und wenn ihr das gefunden habt, das ist ein unheimlicher Motor für euch, da wirklich sich täglich den aufzureißen und wirklich 120% zu geben. Also ich finde, dass das ein großer, großer Teil ist. Okay, allerdings denke ich auch, dass viele das auf der Langdistanz wissen, warum sie das machen. Okay, wenn ihr wisst, was ihr erreichen wollt, dann habt ihr quasi das große Triebwerk drin und jetzt geht es halt darum, dass in diese Day-to-Day, also wirklich ins tägliche Leben reinzuholen. Da habe ich verschiedene Mittel, um bei kleinen Löchern, die es ja immer gibt, ich meine, klar, in den Videos sieht es vielleicht nicht so aus, aber ich habe auch oft ein Tief, wo ich sage, oh, ich bin jetzt so grau, ich bin so müde, alles läuft nicht, ich bin krank, ich habe keinen Bock, mich nervt alles. Ich habe halt auch diese Löcher und ich helfe mir durch diese Löcher mit verschiedenen Taktiken. Und da will ich euch jetzt mal so ein bisschen sagen, wie ich das mache. Das ist das, worauf es in diesem Video eigentlich ankommt. Also ihr wisst, dass ich Training Peaks benutze und WKO und gerade dieses WKO ist elementar in meinem Motivationsprozess. Man mag es nicht glauben, es sind einfach nur dumme Zahlen, aber wenn ich sehe, dass die CTL raufgehen und da das Training in eine richtige Richtung geht, wenn ich mal krank bin und grau bin und es nicht läuft, dann gucke ich, okay, ich muss mich jetzt halt ein bisschen erholen, nehme ein bisschen Training raus, aber später, ich komme dahin, wo ich hin will. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass ihr mit diesem Programm das Bigger Picture seht. Und das hilft mir ungemein, mit WKO das große Bild zu sehen. Es kennt jeder, okay, Mist, es ist jetzt 6.30 Uhr hier schwimmen und raus, was nicht unbedingt Lust, dann mache ich schnell YouTube auf oder so und gucke mir noch ein Video an. Es gibt so geile Videos, die wirklich motivieren. Davon rede ich jetzt nicht von meinen Vlogs oder sowas, sondern einfach die Sachen mit Sebi. Es gibt ein 50-Sekunden-Video, das verlinke ich hier unten. Es ist der Hammer. Wenn ich das sehe, dann habe ich sofort wieder Bock. Es ist nichts, aber ich sehe einfach nur, wie Sebi hart Gas gibt auf dem Rad. Und das ist einer dieser Key-Momente gewesen damals, der mich zu meiner intrinsischen Motivation gebracht hat. Und deshalb, da macht es immer Klick. Okay, meine Motivation zum Beispiel ist der Drive, mich immer weiter zu verbessern, zu tweaken, meinen Körper, das Beste aus meinem Körper rauszuholen. Ich weiß, das ist das Coole, ich habe es 2014 gesagt, 2015 gesagt, letztes Jahr gesagt, ich sage es dieses Jahr wieder. Ich merke, da geht einfach noch viel mehr. Und dieses Gefühl zu wissen, da geht noch mehr, das lässt mich brennen.
Und das lässt mich halt auch immer brennen, die Suche weiterzugehen, noch was zu finden. Und auf dieser Suche lese ich sehr viel. Ich lese Triathlon-Zeitschriften, viele Blogs, im Internet lese ich viel. Und das, auch wenn es sich oft häuft, doppelt und Meinungen unterschiedlich sind, aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich über alles informiert, dass man all diese Quellen nimmt und für sich zusammenbastelt im Kopf. Ich habe so viel gelesen über Triathlon-Technik und auch die Wissenschaft hinter Training Peaks, die Wissenschaft hinter den Trainingstechniken. Also ich habe mir wirklich das Wissen reingefressen oder fresse es mir immer rein, so weit es geht. Das ist unheimlich wichtig. Und da ich sehr ambitioniert bin, interessiert es mich natürlich auch, was die Profis machen. Und klar, kann man da auf die Blogs gehen. Boris Stein schreibt immer recht schön. Sebi hat früher auch cool geschrieben. Aber man hört halt immer diesen gewissen Unterton raus. Finde ich aber cool. Es ist absolut cool. Also von den Pros kann man auch sehr, sehr viel lernen. Und an der Stelle möchte ich auch TS Triathlon empfehlen. Das ist ein Blog. Es ist ein bisschen sarkastisch, aber richtig geil. Also wenn man auf einer Trainingsfahrt mal ein bisschen Langeweile hat, macht man sich einen Kopfhörer rein, hört sich das an, ist es immer geil. Verlinke ich auch mal unten. Bei TS Triathlon reden halt die Bros nicht nur über das Training, sondern auch über den ganzen Lifestyle. Und ich meine, ich liebe halt auch einfach diesen Triathlon-Lifestyle. Das kommt dazu. Es ist, ja, ich habe da einfach Bock drauf, das zu leben und zu machen. Und deshalb kickt mich das einfach so extrem. Und was ich letztes Jahr festgestellt habe, ich habe ja mit diesem Format hier angefangen, vorm Ironman Mallorca, habe so ein bisschen die Rennen aufgenommen. Und das Feedback, was von euch kommt oder von anderen Menschen, ist halt einfach Wahnsinn. Ja? Also ich merke, dass es mich unheimlich motiviert, andere Leute zu motivieren. Also wenn mir jemand schreibt, ey Flo, du, ich bin hier aus dem Loch rausgekommen, weil ich deine Videos angucke, es hilft mir extrem, mich zu motivieren. Es gibt mir sehr viel zurück. Und dieses Gefühl, dem Sport was zurückzugeben. Ich meine, ich mache das Ganze jetzt seit über 12 Jahren leistungsmäßig, nicht Triathlon, aber Leistungssport. Und es tut auch sehr, sehr gut, mal etwas zurückzugeben. Der Sport hat mir so viel gegeben. Ich habe viele Freunde, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel gesehen, so viele Leute kennengelernt. Das ist Wahnsinn. Und auch einfach so extrem viel gelernt durch den Sport. Die Videos mache ich sehr gerne, auf verschiedene Art und Weisen versuche ich halt, das, was mir gegeben wurde, wieder zurückzugeben. Und ich denke, da habe ich in Zukunft auch noch ein paar andere Ideen, wie ich das machen kann. Das hier ist eine davon. Gucken wir mal, was sich noch so entwickelt. Aber da bin ich auf jeden Fall dran und das motiviert mich auch sehr, zu wissen, andere zu motivieren. Okay, und dann natürlich noch den Klassiker. Wie gesagt, ich bin halt filmverrückt und liebe Filme, Videos und deshalb, wenn ich mir die Kona-Rennvideos angucke, ihr wisst ja, es gibt so viele Motivation-Videos, ich werde wahrscheinlich auch nochmal eins machen, einfach weil ich die so geil finde. Da haut es mich auch immer um. Also wenn du da keinen Bock hast, dann spätestens dann läuft's. Und ja, es klingt vielleicht doof, aber nicht nur diese Motivationsvideos, sondern auch einfach Videos über Lauftechnik, über Radtechnik, über Schwimmtechnik. Ich kann mir haufenweise angucken. Wie gesagt, das ist dieser Wissenseinsaugprozess, das ist Wahnsinn. Aber noch ein kleiner Tipp, macht ihr bestimmt auch alle, auf der Rolle fahren. Und dann gibt es ja diese wirklich 1-Stunden-Zusammenschnitte von den Ironmans. Oh, die sind perfekt. Da habe ich eine Playlist und dann zieht es die nacheinander durch. Ach, so geil. Das ist auch ein großer Motivationsfaktor auf dem Rad, wenn man sich quält. Und dann lese ich auch sehr gern. Ich muss sagen, klar, jetzt Triathlon-Sachen lesen tue ich im Internet viel. Aber an Büchern, okay, auch, ja, sicherlich Triathlon 2.0, solche Bücher, die Standardlektüre. Ich verlinke alles, wovon ich jetzt rede, verlinke ich auch unten. Aber was mich sehr motiviert, sind auch die großen Leute. Also ich habe die Biografien Steve Jobs, Elon Musk, sowas von Zuckerberg. Wenn ich die Geschichten lese, das ist auch unheimlich inspirierend für mich und aber auch motivierend. Also ich ziehe auch sehr viel Motivation aus den Wegen von anderen Leuten, dass ich sehe, okay, man kann eigentlich wirklich alles erreichen oder man muss seine Ziele sehr hoch stecken und man muss einfach dranbleiben, hart arbeiten und alles dafür geben und dann
kann man seine großen, sehr, sehr großen Ziele erreichen. Und das finde ich halt Wahnsinn, dass das funktioniert. Und deshalb lese ich gern solche Bücher von starken Persönlichkeiten. Was ich auch gelesen habe vom 70-3 in Südafrika, das war ja ein Rennen, was ich eigentlich aus dem Training heraus gemacht habe und wo ich nicht wirklich die Form hatte oder so fit war wie im Sommer, weil es ja total im Winter war und in meiner Grundlagenphase, habe ich das Buch The Obstacle is the Way gelesen. Kann ich auch nur empfehlen. Das hat mir geholfen, dieses, boah, ich bin müde vom Training, ich bin noch nicht in der Form, ich bin viel zu langsam, ich kann meinen Spot hier gar nicht holen und so weiter. Diese ganzen Gedanken einfach auszuschalten, mich daran zu erinnern, dass ich das einfach ausschalten muss und einfach Kette rechts und Gas geben muss. Und hat ja im Endeffekt auch geklappt. Und ich denke, deshalb ist das Buch auch sehr gut. Das werde ich jetzt mal als mein Ritual einnehmen und das immer nochmal lesen in jeder Rennwoche. Ich glaube, das ist ganz gut. Mal gucken. Ich glaube, Motivation funktioniert halt auch nur in Kombination mit einem Ziel, das man hat. Man setzt sich ein Ziel und muss die Motivation finden, warum man das Ziel erreichen will. Und ich denke, man sollte sich Ziele setzen, die man kommuniziert. Also zum Beispiel, ja, wenn man weiß, es ist realistisch, dass man eine bestimmte Zeit erreicht, sagt man, ja, die Zeit hätte ich schon gerne. Aber im Kopf hat man sein geheimes Ziel, sein größeres Ziel. Ich glaube, das ist eine Absicherung, um sich nicht zu sehr nach außen unter sozialen Druck zu setzen, dass man wirklich das Typische unterstammeln, was jeder Profi macht, was sehr verbreitet ist, sage ich mal. Ich denke, dass das aber auch ein wichtiger Faktor ist, um sich den Druck runterzunehmen und einfach befreiter an die Sache rangehen zu können. Hat jetzt mit Motivation nicht viel zu tun, aber wenn man gefragt wird, oh, was ist dein Ziel, und man sagt was Niedriges, das heißt nicht, dass man unmotiviert ist, sondern hier im Kopf ist der entscheidende Faktor. Und das zählt, also was ihr für euch vorgenommen habt und nicht was ihr sagt. Ansonsten, Kronauf 3 motiviert mich natürlich auch, finde ich das Projekt, es ist einfach so faszinierend zu sehen, wie ihr auch dabei seid oder einfach die ganze Stimmung, die ganze Symbiose, ja, wie sich das aufgebaut hat, auch mit Ronny und mit den Shirts jetzt, es macht einfach unheimlich Spaß, was Neues aufzubauen und was aus dem Boden zu stampfen, und da habe ich halt auch unheimlich Motivation draus. Also ja, ich denke, manchmal bin ich auch etwas übermotiviert, das ist die nächste Sache, weil ich so viele Quellen habe, da muss ich mich selber etwas bremsen, um nicht ins Übertraining zu kommen zum Beispiel, aber ja, das ist wieder ein anderes Problem. Okay Leute, also das soll so ein bisschen mal Motivation aus meiner Sicht gewesen sein. Ich denke, Motivation ist ein unheimlich starkes Mittel. Und mit der richtigen Dosierung ist es genau das, was ihr braucht und was euch den Drive gibt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal mit mir teilen, was euch motiviert, beziehungsweise was euer Antrieb ist. Warum macht ihr das? Warum macht ihr Triathlon? Geht's noch? Naja, aber was eure Motivation ist. Ihr müsst mir hier nicht runterkommentieren, wenn ihr nicht wollt, dass es andere lesen. Schreibt es mir persönlich. Mich interessiert es halt einfach mal. Ja, wäre schön, wenn ihr das mit mir teilt. Und was ihr auch gerne mit mir teilen könnt, mir einige haben ja schon Bilder geschickt, könnt ihr dazu schreiben, ob es okay ist, dass ich die Bilder teile oder nicht. Wenn ihr cool damit seid, dass ich das Bild teile, dann poste ich ja ab und zu mal ein paar Bilder von Leuten wie euch, die Shirts dann anhaben. Finde ich nämlich total geil. Okay, das soll es gewesen sein. Tschüss.